Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger. Und es ist mal wieder Sonntag. Das heißt, ich werde diese Metal-YouTube-Woche mal Revue passieren lassen. Was so die ganzen Metal-YouTuber so gemacht haben, werdet ihr jetzt sehen. Aber erstmal meine Frage, habt ihr die letzte Sendung gesehen? Und meine zweite Frage ist, habe ich beim letzten Mal schon gefragt, auf welche Festivals geht ihr denn so? Und auf welche Bands freut ihr euch da am meisten? Wie immer heißt es bei mir hier sonntags Ladies First. Den Anfang macht Show The Flash, die auch auf dem Ragnarök war. Da war sie nicht ganz so der Flash, weil die anderen hatten die Videos ja schon beim letzten Mal gehabt, als ich letzte Woche das gemacht habe. Show war auf dem Ragnarök und hat da ihre 500 Abonnenten voll gemacht, wofür Dark Arts gesorgt hat und der als Dank in ihr Video dann seinen blanken Poppes gezeigt hat. Ja, ne, wem es gefällt, kann ihr gern ein Like da auf dem Video lassen. Ich hab's schon gemacht, jetzt nicht wegen den Poppes, sondern wegen dem Video. Es waren quasi alle YouTuber dabei, die auch auf dem Ragnarök waren, die ich quasi letzte Woche schon mal, gesagt hab, wer dabei war. Wenn ihr das Video von letzter Woche nicht gesehen habt von mir, da oben könnt ihr es euch jetzt anschauen. So nett bin ich zu euch. Ich muss gerade mal gucken. Sie hat Bands auf der Bühne gezeigt, so wie die gespielt haben. Und sie hat halt alles gezeigt. Campground, sie war bei der Liegestützaktion mit dabei, wo ich letzte Woche schon mal drüber geredet habe. Sie hat YouTuber dabei gehabt. Und und man sieht auch, wie eine Frau morgens früh mit einem Energy in der Hand und extrem müde zum Festivalgelände geht. Ungeschminkt, aber trotzdem sehr hübsch. Kommen wir zur nächsten Dame, die ab und an mal blaue Haare hat. Diesmal sind sie blond? Irgendwas? Ich kann jetzt sagen, ich bin farbenblind. Ich trage hier mein grünes JBO-T-Shirt. die Sally vom Kanal Schruppert hat uns... Ich muss gerade mal ablesen, wie sie es gesagt hat. Sie hat Festivalsituation, die Nerven aufgelistet. Ja, da habe ich mich bei vielen Situationen wiedergefunden. Hier. Sowohl als nervender Part, als auch als genervter Part. Ne, man ist auch oft der Part, der die anderen nervt auf den Festivals, auch wenn man das selbst nicht wahrhaben will und denkt, boah, ich bin der Coolste und nein, ist man nicht. Aber hör mal, wer hat selbst so eine Festivalsaison noch nie mitbekommen? Schaut mal wie auf dem Kanal nach, wenn er auf dem Festival war. Aber mal ganz ehrlich, wer von denen, die regelmäßig auf Festivals gehen, war noch nie selber der, der nervt, weil... Ein bisschen Spaß muss man ja schon haben, finde ich. So einfach mal ins fremde Lager gehen, da ein Bierchen trinken und dann auch länger da bleiben und Sachen reden, die gar nicht hören wollen. Das passiert halt, wenn man ein Bierchen trinkt. In fremde Lager gehen mache ich gerne. Leute kennenlernen, dafür ist ein Festival da. Das Festival ist eigentlich für die Bands da. Aber ich gehe ja nicht nur wegen der Mucke dahin, hauptsächlich gehe ich da eigentlich wegen dem Campground-Zeugs hin. Die Mucke hat dann natürlich seinen guten Vorteil, dass man so einen gemeinsamen Nenner hat, der ja auch nicht immer gleich ist, weil ne, nicht nur weil ich jetzt zum Beispiel gerne Pagan Black und Folk Metal höre, bin ich denn da bei den Core-Fans sehr beliebt, beziehungsweise die Core-Fans bei mir. Ich habe also die Leute an sich alle cool, ne, nur die Mucke halt, das, was man da den gemeinsamen Nenner hat, man weiß nicht. Aber jedenfalls egal, da wollte ich jetzt gar nicht drüber reden. Die Sally auf dem Kanal schuppert. Lustiges Video, ich habe mich da sehr in dem Ei, ich habe jede Situation davon schon mitbekommen. Schaut es euch an, lasst ihr auch ein Like da. Der dunkle Parabelritter hat sich das neue Rammstein-Album angehört. Diesmal war er nicht im Wald und nicht im Urlaub, wo er die letzten Rammstein-Videos gemacht hat. Nein, er hat sich die Frage gestellt, musste das sein? Meiner Meinung nach ja, aber... Was der dunkle Parabelritter dazu gesagt hat, warum es sein muss oder warum es nicht sein muss, ich werde jetzt sein Resümee natürlich nicht verraten. Könnt ihr euch auf seinem Kanal anschauen. Er hat alle Lieder quasi so mal Revue passieren lassen, alle Lieder so beschrieben und ich weiß nicht, ob sie von Rammstein gewollte, aber einen Konsens der Lieder gefunden, die alles so zusammenpassen lassen, daraus ein rundes machen. Natürlich traue ich Rammstein diesen Griff zu, ist nur die Frage, ob er so gewollt war. Weil der dunkle Parabelritter ist ja ein sehr, ich sag mal, textlich versierter, gebildeter Mensch, der da Sachen raushört. Ich glaube sogar, die selbst dem Künstler manchmal nicht bewusst waren, was er da geschrieben hat.
Wobei ich das jetzt weder Rammstein unterstellen möchte, dass sie das nicht gewollt haben, noch die Parabelritter da irgendwas reininterpretieren zu wollen, was da nicht ist. Also Musik ist ja immer so eine schöne Sache, die doch schon sehr gut ist. Also wie gesagt, er hat das neue Album reingehört und hinterfragt für sich. Und er hat auch eine gute Interpretation gebracht, muss man mal so sagen, und hat festgestellt, es ist weniger Metal. Ich habe das neue Album von Rammstein leider noch nicht gehört. Ich wollte, heute ist ja Sonntag, ich wollte morgen früh in den CD-Laden meines Vertrauens gehen und mir dieses Album holen, beziehungsweise morgen Mittag. Schreibt mal eure Meinung zu Rammstein unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Krachmucke TV hat eine Podiumsdiskussion gehabt in Münster mit Musikern, wie alles zusammenpasst. Das, die Kunst ist ja nicht nur die Musik, sondern die Kunst ist auch, die CD zu verpacken. Denn viele kaufen einfach eine CD bloß nach dem Cover. Wenn ich so Secondhand CD stöbe, ist mir eigentlich relativ wurscht, welche Band da ist. Wenn das Cover irgendwie dazu passt, wie es mir gefallen könnte, dann kann es sein, dass ich mir diese CD auch hole, ohne da vorher reingehört zu haben. Und mal ganz ehrlich, ein gutes Cover, wer ist da jetzt nicht von begeistert, wenn es gut aussieht? Und halt so auf eine CD, auf ein CD, auf ein T-Shirt drauf. Gut, das ist jetzt keine CD, aber es gibt halt auch eine Plattencover auf ein T-Shirt drauf. Muss halt gut aussehen, alles muss passen. CD, also die Musik, das Aussehen und das, wie es präsentiert wird. Ich finde, das sollte alles passen. Könnt ihr aber auch beim Krachmucker auf der Podiumsdiskussion sehen, auf dessen YouTube-Kanal. Beim Dark Siffler gab es den Kutten-Näh-Workshop. Jetzt mal ernsthaft, warum braucht man da einen Workshop für? Ich meine, alles selbst gemacht, hier, ne, zack, zack. Ne? Kutten-Näh-Workshop. Egal. Wer nicht nähen kann, und das ist alles von Hand genäht, das ist nichts mit der Maschine genäht und alle Taschen sind noch funktionabel. Vielleicht werde ich euch mal meine Kutte präsentieren, aber nicht jetzt. Alles von Hand genäht. Kutte mit Maschine nähen. Egal. Eine Kutte, wie sie genäht wird, ist eigentlich auch egal. Das ist mein Ding, ich nähe Kutte von Hand. Ich habe halt den Vorteil gehabt, ich habe in meiner Ausbildung das Nähen gelernt. Auch in der Schule habe ich Nähen gelernt. Ja, und ich habe in einem Bettenladen meine Ausbildung gemacht damals. Also zum Einzelhandelskaufmann, da muss man auch nähen können, deswegen. Und ich finde, Nähen ist auch nie verkehrt. Aber Kutten-Näh-Workshop, ich weiß es nicht. Aber ist ja auch egal. War eine lustige Aktion, schaut euch das Video vom Siffler mal an. Und der Steve erzählt uns da was über die Geschichte von AC/DC, was echt schon ein gutes Schulreferat hätte sein können. Wenn ihr mal in der Schule ein Referat über eine Band halten müsst, ich musste das damals, habe damals die Toten Hosen gewählt. Ich war damals mega Hosen-Fan. Wenn ihr mal ein Referat über AC/DC halten wollt, schaut euch die letzte Episode von Siffler an und guckt euch da das vom Steve an, da habt ihr, wenn ihr das als Referat bringt, ist die 1 vorprogrammiert. Jared Dines hat natürlich auch wieder 4 neue Videos wie letzte Woche am Start, weil er hat ja diesen Contest gehabt mit den besten Gitarren-Soli, den ich ja auch in meinem letzten Video besprochen hatte. Jared Dines hat dann Soli genommen von anderen Künstlern, die auch gut waren, es aber nicht in die Top 15 geschafft haben, hat daraus einen Zusammenschnitt gemacht. Und einen sehr guten Song daraus gemacht, muss man mal sagen, woraus auch sein zweites Video besteht. Das waren nämlich die jüngeren Leute. Da waren keine Kids dabei, also, aber da waren halt definitiv Leute dabei, wo ich sagen würde, ja, unter 20 noch, würde ich so behaupten. War nämlich das zweite Video, was er gemacht hat, so Young Solos. Auch sehr geil natürlich. Die Mucke, das ist halt Leute aus der Musik, da ist das Alter echt egal. Dann gab es 25 cringy Albumcovers. Ich hatte ja eben schon gesagt, na, wenn das Albumcover mit der Musik zusammenpasst, ist wichtig. Es gibt aber auch Albumcovers, Artworks, die absolut furchtbar sind. Ja, hat er ein Video zu gemacht, auch mit der Band Knorkator, die wir hier in unseren Kreisen besser kennen als Knorkator.
die dann aber immer schön Knocktor genannt wurde. Ja, ein sehr lustiges Video. Ich mag die Videos von ihm, wo er lustige Albumcover oder Bandlogos errät, so beim Black Metal, was da stehen könnte. Ja, und dann hat er noch Kommentare über ihn, beziehungsweise Sachen, die er machen sollte oder Sachen, die er nicht machen sollte, halt vorgelesen, weil er da auf Facebook gefragt hat. Leute, schreibt mir mal. Ja, Jared Dines kann's, er hat eine riesen Reichweite. Wenn euch Jared Dines gefällt, lasst ihm unter jedem seiner Videos ein Like da. Wie ihr hier natürlich auch machen könnt, würde mich natürlich sehr freuen. Ne? Werde ich aber gleich nochmal sagen. Ist jetzt eigentlich nicht ganz YouTube, was jetzt kommt, aber Jerry Kimmel hat Slipknot auf der Bühne gehabt und die haben All of Life nochmal gespielt. Das Lied hatte ich ja schon mal ein bisschen was drüber erzählt. Ist ja auch bei WWE NXT das aktuelle Theme. Slipknot waren dort in der neuen Besetzung und das Lied ist jetzt halt auf YouTube von der Show und es ist richtig, richtig gut. Schaut's euch an. Jimmy Kimmel live und dann Slipknot All Out Live. Live, ja. Die aktuelle Besetzung, neue Masken. Ich freue mich schon, wenn ich Slipknot jetzt demnächst sehe. Und ja, ich meckere immer drüber, aber ich gehe dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal zum Rock am Ring. Da wird es aber auch ein eigenes Video von mir noch geben. Aber jetzt geht's erstmal hier um dieses Video. Wenn ihr weiterhin solche Videos haben wollt und wissen wollt, was die anderen YouTuber so machen. Dieses Mal waren es leider nicht so viele, weil die meisten deutschen YouTuber, Metal-YouTuber haben nicht so viel gemacht und also auch nichts unbedingt was mit Metal zu tun hatte, denn die Dead Chicks haben ihren Kameramann vorgestellt, der ein bisschen was über Metal geredet hat, wie er dazu steht, aber könnt ihr euch auch gerne angucken, die Dead Chicks. Ich werde über alle möglichen Metal-YouTuber natürlich hier weiter jeden Sonntag mein Video rausbringen. Und wenn ihr dienstags, mache ich ja auch Videos, das ist dann Mittelalter am Dienstag, wo es dann Mittelalter-Videos gibt. Mittelalter-Rock, Mittelalter-Konzerte, Mittelalter-Märkte, was die Bands so machen, alles Mögliche. Wenn euch das interessiert, könnt ihr diesen Kanal hier natürlich auch abonnieren und euch noch mehr Sachen von mir angucken. Ihr dürft dem Ganzen natürlich auch gerne ein Like da lassen. Würde mich sehr freuen. Schaut euch noch ein paar andere Videos an, wenn ihr wollt. Und bis dahin würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein.